Lisa? Halt, Karin! Um Himmels Willen, so geht das doch nicht. Karin, ich glaube, du machst da einen Fehler. Ich? Wieso denn? Der Teebeutel gehört doch nicht auf den Biokompost. Aber Tee ist doch Bio. Tee schon, aber nicht der Beutel. Der Beutel ist Normalmüll. Also ich finde, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Nein, nein. Zwischen Bio oder Normal gibt's für mich keine Kompromisse. Das ist doch Bio. Es ist normal, ich sag's dir. Blöd, dass Frauke jetzt nicht da ist. Die hat irgendwie so eine ruhige Art bei solchen Problemen. Sollen wir etwa warten, bis Frauke aus dem Kindergarten kommt? Entschuldige, wenn ich mich da jetzt einmische, aber ich glaube, ihr macht euch das unheimlich einfach. Du, Otto, wie meinst du das? Gib mal her. Also, pass auf. Instinktiv hast du nämlich unheimlich richtig gelegen. Karin. Der Tee ist natürlich Bio. Und irgendwie hattest du auch unheimlich recht, Jan. Der Beutel ist natürlich nicht natürlich. Das sag ich doch. Ja, aber was ist hiermit? Normal. Normal, ja. Jetzt muss ich mich aber echt wundern, wie ihr mit unserer Natur umgeht. Und wie ihr mit unserer Umwelt umgeht. Das ist doch einwandfrei ein Mehrkomponentenabfall. Altpapier, Altmetall und Altschnur. Und das wollt ihr alles zusammen entsorgen? Hm? Tja, und nun? Nun fehlen euch natürlich die drei Entsorgungseinheiten für Altpapier, Altmetall und Altschnur. Wäre natürlich stark, wenn ihr die drei naturbelassenen Vollwerteimer aus Erzmetall dafür hättet. Und was der Zufall ist, ich habe einen vollständigen Satz dabei. Das wäre die Lösung. Hier. Braucht ihr nur noch zu beschriften. Toll. Aber du Otto, wegen der Kohle für die Eimer, könnten wir das vielleicht wieder mit der Milch verrechnen? Ja, Logo. Die Milch für den Kakao.